Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ja einen Lastenbell halt gemacht und Sergei geholfen. Also wir haben nicht Sergei geholfen, aber wir haben Simon getroffen, die sich als Sergei ausgegeben hat. Und wir haben ein bisschen mit Sergei geredet, also in echten, nicht Simon, Sergei. Und haben da die Sachen alle erledigt. Jetzt haben wir noch hier Rose übrig in Pendrago, der wir noch helfen können. Und ja. Guck mal, was hier ab ist. Luna hat, glaube ich, irgendjemanden an dem Mist angestellt und Rose muss sich darum kümmern. Also ja, gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich brauche ein paar Tränke des Lebens, wenn es geht. So, lasst mich erstmal da durch. Das wird länger bestanden haben, frage ich mich, dass du mich meidest, Luna, oder die Kasten der Reichen. Streute Knochen, Boss. Okay. Wir haben jetzt so ein paar kleinere Story-Portionen, habe ich so das Gefühl. Erst mit Maltran, dann mit Sergei und Simone. Und jetzt mit Rose und wahrscheinlich Luna. Ja, ich weiß, wir sollen uns nachts hier umschauen, aber ich gucke, ob hier irgendwo eine goldene Truhe ist, vielleicht im Heiligtum. Wenn ich mich irre. Weil könnte ja auch irgendwie was sein, was wir gebrauchen können. Ja, der Turtles ist da noch. Ich nehme an, wenn das hier alles vorbei ist, haben wir erstmal ein bisschen Freiraum oder machen direkt weiter mit der Story, irgendwie sowas. Kein Plan. Ja, ich sehe keine goldene Truhe bis jetzt. Bin mir sicher. Irgendwo, also pro Stadt müsste ja mindestens eine irgendwo sein. Nehme ich mal so an. Rollenspiel-Logik halt. Pff. Ich glaube, hier war eine. Auf dem Platz. Da rechts hinten war, glaube ich, eine. Ah. 18.000 Gold halten. Ich hätte gerne was anderes bekommen, aber okay. Dann übernachten wir hier mal. Ja, wahrscheinlich offscreen alle Truhen, alle Orte nochmal abklappern. Alle Truhen ausfindig machen und die natürlich onscreen hier öffnen. Also ich werde nur die Truhen ausfindig machen und dann werde ich die plündern. Ich würde sagen, das machen wir so, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, so gesagt bekomme, ja, jetzt kommt halt der finale Kampf. Da sollten wir uns gut vorbereiten und so. So viel dazu. Dann übernachten wir mal hier. Und suchen wir mal ein gutes Gericht aus. Nein. Das wäre vielleicht nicht gut. Das wäre vielleicht gut, ja. Ich habe jetzt nicht gehört, ob das im Kampf oder nach dem Kampf ist. Verdammt. Verdammt! Egal! Wo wird da mein Mäntelchen gezogen? Hi! Was denn?
貴様が目的だと言っているな。明朝、風の骨の処刑を執行する。そこで蹴りをつけろ。報酬の件はそれからだ。どうやって棟梁をおびき出す？それを考えるのが貴様の仕事だ。元仲間、いくらでも連絡の方法はあるだろう。 Oh mein Gott, da ist er. Ja, da ist er. Lass mich raten, die Steuerzerwelt, ne? Warum macht das Spiel das die ganze Zeit? Jetzt ist die Kampfmusik wieder anders. Eigentlich ist die immer gleich, ne? Hat nur andere, weiß nicht. Andere Rhythmus. Weiß nicht, wie man das nennt. Remix, sag ich mal. Das ist jetzt ein Remix von den anderen Kampfteam. Oh mein Gott. Ich kämpfe gegen so stinknormale Gegner und krieg voll auf die Fresse. Wer hat mich denn geheilt? Okay. Suche nach Lunar. Ein Typ, der Luna im Namen hat und sich im Mondschein bewegt. Oh, what? Sieht nicht so aus, wie ich dir die Klamotten gegeben habe. やっと会えたね、ルナール。ええ、あんたのお膳立て通りにね。助かったよ。さすがにローの中じゃ手が出せなかったから。めんどくさいと思ったが気が変わった。 やっぱり。この手で殺してやるよ。どうよ。ダメだ。逃げろ。どうして？ボロボロじゃねえか。悪いな。その子が死ぬと悲しむやつがいる。こいつは任せろ。 Dio, ich meine Luna. Er wird immer noch mit Flammen durch, aber er ist um einiges stärker vom ersten Kampf. Andererseits, das sind wir auch. Okay, du bist gegen was anfällig? Gegen gar nichts. Gegen Feuer. Warum bist du nicht widerstandsfähig gegen Feuer? Du benutzt doch Bob, warum spiele ich mal den Seraphen? Oh mein! Was ist das? Ja. Ja.
Wolf. Oha. Raus, aber nah. Sind diese Flammen stationär? Ja, richtig, sehr schön. Oh, Namen, die ich noch nie gehört habe. Verdammt. Ja, Egil, den kenne ich. Ja, dann sagen wir jetzt nichts. Da komm her. Oh, das ist viel besser für Kombos. Er hat so wenig HP, ne, aber er hat so viel aus. Also macht das keinen Sinn. Ich will nur mal sagen, ich kämpfe gegen Helions, die Hunderttausende von HP haben. Der macht mir ja so Schwierigkeiten. Macht keinen Sinn für mich. Ja, ich bin von mir angreift, verdammt. Ja, da war, glaube ich, einfacher. Malta war bis jetzt die schwerste, ganz ehrlich. Die sind ja voll leicht hier, die Gegner. Oh Mann. Ich soll meine Müsse gerade einsetzen, aber komme ich nicht zu. Komme ich dazu, meine Müsse gerade einzusetzen? Zu blöd dafür. Und zwar jetzt am Boden, sehe ich gerade. Es kommt der Mystikard auch noch. Alter, ich habe den gerade wieder belebt. Verdammt. Hat er irgendwas gesagt wegen der Mystikard? Da war irgendwie voll heiser, habe ich das Gefühl. So, Mash einfach blöd die R2-Taste und ich krieg's nicht hin. Oh, die Kamera wieder. Kannst du mal aufhören, auf Zabet loszugehen, ey? Der haut den die ganze Zeit kaputt. Alter, kannst du mal aufhören damit? Gibt's doch nicht. Ja, genau so hat er gesagt. Jetzt mal aufhören zu blocken. Nein, Donnie. Zabado. Ja.
Leider ist Jotaro nicht bei hier, um mich fest zu haben, dann müssen wir hier einfach was machen. Jotaro meine ich natürlich diese. So. Warum hat der nur so viel? Oh ne. Der sagt irgendwas, aber da ist viel zu leise. Oh Mann. Leitball. Angreifen. Stimmt, Leila. Feuer ist ja effektiv gegen ihn. Aber ich muss wieder warten, bis Nikleo am Leben ist. Alter. Hier. Wir müssen warten, bis Nikleo lebt. Ich habe keinen Bock, schon wieder einen Kampf jetzt wiederholen. Oh nee, ne? Wir sind jetzt alle da drin. Ne? Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn für ein Scheiß? Warte ich mal. Ja, wir müssen den ganzen Kampf hier. Mann, und ich hab nichts hier was. Boah. Meine Güte. Ich meine, der hat doch gar nicht mehr so viel. Wieso dauert das so lange? Ich sollte Leila verbinden, lieber. Also, ja, aber endlich. Ja. Der wird einfach ab, als wäre er nichts. Ja. Oh, ich glaube, der Kampf ist viel einfacher mit Leila. Nein, ey. Der kann den einfach einsetzen. Boah. Ha, daneben. Also bald mit ihrem Mystic Arts um die Ecke kommen, ne? Aua. War eine Bombe am Boden. Von dem. Ja, jetzt müsste es ja wohl schaffen, sagt man. Mein Gott. Ist ja nicht ein, ja. Vor allem die Bosse, die gehen nie auf mich los, habe ich das Gefühl. Die gehen immer auf jemand anderen los. Da immer auf Mikleo. Den gar nicht an mich anzugreifen. Da bilde ich mir halt nur ein. Ich halte mich lieber weg von dem. Na, jetzt hast du mich mal angegriffen, danke. Und ich will mit seinem Mystik, ich sehe das doch. Ich kann das einfach gehen ungefähr. Das wäre ja, wenn der Mystik noch kommt von mir. Bleib weg!
Oh, da wollte ich gar nicht. Doch, da wollte ich. Haha, sehr gut. Guter Finisher. So ein Fairy Tale Zeichen als Kette. Da müssen wir ihn töten. Was das wirklich mit ihm gewesen ist. Levelaufstieg, hey. Hat ein neues Art gelernt. Ha. Oh. Oh Gott, warum sind Leine noch so unterlevelt? Okay. Blitzschlag. Anscheinend über Weitstrecke deutlich variieren. Geheimer Arzt. Okay. Jetzt gar nicht geguckt, haben wir so eine Kugel bekommen. Jetzt. Was geht ab? Ja, was jetzt? Jetzt kommt Helldive, ne? Ja. Logische Schlussfolgerung, ne? Jetzt kommt eindeutig Helldive. Ich glaube, ich werde bis Level 70 erstmal trainieren, weil die Kämpfe sind mir ein bisschen zu knapp. Hey, der Lunar, der hat uns hier mit ein, zwei Schlägen erledigt. Gefällt mir irgendwie nicht. Vor allem, ich muss irgendwie stärker werden, weil wenn die Mystic Arts einen hier jedes Mal, weil jede Mystic Art hat mich bis jetzt erledigt. Ich weiß nicht, ob Sergei einen hatte, aber der hat sie nicht eingesetzt. Aber jede Mystic Art hat mich hier einen Schlag getötet. Das ist kein gutes Zeichen. Also vielleicht soll ich bis Level 70 oder so trainieren, weil die auch alle schon Level 70 sind, die Gegner. Nicht gut. Aber was ist da draußen? Ich hoffe, ich tue jetzt nicht über 5. Ja, okay, ich muss wahrscheinlich erstmal weitermachen, bevor ich hier raus kann, ne? Hey. ローランスとハイランドの衝突が。まさか。自分たちの目で確かめてみるといい。きっとあれの出現も見られる。あ、ね。今度はそっちの仕事だね。 wieder mit der ganzen Klamotten jetzt. 仕事には仲間が必要。でしょ? Ja, Rose ist wieder da.
Und Alicia nicht mehr. Boah. Der Krieg, wir kommen zu spät. Beruhige dich, Alter, es sieht schlecht aus damit, aber das stimmt, aber es gibt immer noch Hoffnung, dass wir hier schlimm zu verhindern können. Erstmal gucken, wo kann ich überhaupt hin? Nirgendwo, ne? Wahrscheinlich mit der Story hier weitermachen. Kein Dingens, sehr gut. Spart mir ein bisschen Zeit. Ich kann überall hin. Ja, außer zu Glyph, denke ich, ist klar. Dann werde ich wahrscheinlich ab hier wieder ein bisschen trainieren. Weil war doch schon so ein Weckruf hier. Alle Gegner sind schon Level 70 und ich hänge noch 65 rum, also muss ich wohl was machen. Und dann sage ich erstmal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, sage ich bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.